Somit können wir auch ganz hochoffiziell in einen neuen Mario Kart 8 Livestream starten. Okay, Dark Lord schreibt gerade, er muss sich noch ein bisschen Werbung antun. Das gehört leider dazu. Leider habe ich nichts davon. Aber Twitch bestimmt, die freuen sich über ein paar Werbeeinnahmen. Sei es ihnen gegönnt. Und wir starten in eine neue Runde Mario Kart 8. Online-Multiplayer, globale Spielliste. Und wie ich meinen guten Darklord kenne, werden wir ihn dann gleich auch auf der virtuellen Rennpiste begrüßen dürfen. Was machen wir denn mal für Charaktere? Wir wollen hier ein bisschen durchprobieren. Oh, das ist cool. Metal Mario. Fehler bei der Datenübertragung. Eigentlich auch sehr schade. Jetzt höre ich mich auch gerade selber, weil ich meinen eigenen Livestream gucke. Ich vollpfeife. So. Wäre ein Wunder gewesen, ne? Hier große Sprüche leisten und kein Online-Rennen spielen können. So, jetzt aber Metal Mario. Jawohl, it's a me. Wir nehmen einfach mal wieder ein bisschen zum Einfahren. Standard-Kart, Standard-Reifen und den wundervoll silber eingefärbten Gleitschirm. So, Suche nach Spielern startet. Dark Lord stößt dann hoffentlich jeden Moment dazu. Wir werden in eine frische Lobby reingepackt. Oh, da haben wir jemanden Neues. Aus Chile. Chile hatten wir, glaube ich, noch nicht, lieber Dark Lord. Franzosen, Japaner, Amis und andere Deutsche hatten wir schon. Oh, Iron Man ist dabei. Iron Man. Iron Man an unserer Seite. Da kann nicht viel schief gehen. Währenddessen gucken wir uns erst nochmal die finale Runde des gerade laufenden Rennens an. Das ist ja mal ein netter Gleitschirm, hä? Ein totes Eichhörnchen. Ach, ich hätte auch gerne ein totes Eichhörnchen als Gleitschirm. Das ist lustig. So. Wir können mal ein bisschen durchschalten. Wer ist hier die Nummer 1? Wer ist die Nummer 1? Na, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Komm, wer ist die Nummer 1? Da ist die Nummer 1. Fragolina. Mit ihrem Mi in... War das Metallic? Oder hat sie der Tintenfisch erwischt? Sie hat der Tintenfisch erwischt. Okidoki. So, das Rennen müsste jetzt dann hoffentlich auch mal jeden Moment vorbei sein. Ich gehe davon aus, wir sehen hier gerade die letzte Runde. Lassen uns ein bisschen inspirieren. Und wie ich gerade lese, starten Dark Lord und meine Wenigkeit als Mario-Team ins nächste Rennen. Wir werden das wieder so machen wie beim letzten Mal. Ich fand das eigentlich ganz cool. Wir machen immer 3-4 Rennen mit demselben Charakter. Dann wechseln wir Charakter und Lobby. Und wie das immer so ist für die nächste Runde, könnt ihr euch sehr gerne einen Charakter eurer Wahl aussuchen, den ich spielen soll. Ansonsten wechsle ich einfach mal einen nach dem anderen durch. Das Fahrzeug, was wir hier gerade sehen, stammt übrigens aus dem Mercedes-Benz DLC, das es kostenlos zum Downloaden gab. Irgendwie eine ganz witzige Kooperation, vor allem hier mit solchen alten Klassikern wie dem SL300, oder? Ist das der Mercedes SL300? Irgendwie sowas? Ne, 300 SL. Sehr nah dran, nur knapp vorbei. Und eine witzige Marketing-Kooperation zwischen Mercedes-Benz und Nintendo, aber das ist uns relativ egal. Iron Man ist dabei, McRalph ist dabei. Wir suchen uns eine Strecke aus, die es dann vielleicht auch wird. Oh, der zuckersüße Canyon. Den hatten wir im Online-Multiplayer, glaube ich, noch nicht. Nur Dark Lord fehlt auf der virtuellen Weltkugel und schon kann's losgehen. Typ, Typ, Tülü. Also ich wäre ja soweit. Neun von 12 möglichen Spielern sind in der Lobby angemeldet. Es wären noch Plätze frei, Ladies and Gentlemen. So, guckt man sich mal die Erfahrungspunkte an. Bin ich hier der zweitschlechteste? Aber das bedeutet, es ist noch Luft nach oben. So, währenddessen gucken wir uns Donkey Kongs wundervollen Hintern an. Und los geht's mit Metal Mario. Wie der gute Kamerad was sehen kann, ist mir ein Rätsel, aber auch relativ egal. Der ist cool. Der ist echt cool. U-A-I. So. Neunter von neun. Da ist noch kräftig Luft nach oben.
Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, das tut mir leid. Als nächstes muss unser Mato da vorne dran glauben, so denn wir ihn treffen. Achtung, Achtung und, komm! Ah, fast. Und ich bin letzte Woche dezent darauf hingewiesen worden, dass ich ziemlich geschrien habe während Mario Kart 8. Das sind halt die puren Emotionen. Ja, es gibt wahrscheinlich neben Mario Kart nur noch FIFA, was so viel Emotionen im Herzen eines Videospielers erwecken kann. Ah. Tschüss. Und Mato, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran, Mato. Komm, Mato. Entschuldigung. Oh, und schon ist er wieder vorbei. Glatt mal meine schwächelnden Fahrleistungen gnadenlos ausgenutzt. So. Was schenkt uns das Kästchen? Einen Tintenfisch. Ja, warum nicht? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Oh. Ja, und von einer fliegenden Rakete lässt man sich besser nicht erwischen. So, aber so richtig vorankommen wir nicht. Platz 6 von 9. Oh ja. Das ist was für Daddy. Der Zauberstern. Das ist was für Daddy. Achtung, hier komme ich. Aus dem Weg. Das war nicht schlecht, hä? Ha. Nicht nett, aber effektiv. So, Ladies. Aus dem Weg mal kurz. Danke. Tja, und da ist der Zweite. Wo ist denn der Erste? Alter Falter, Yoshi. Was hat der denn genommen? Und das ist das Schöne am Mario Kart. Man kommt relativ schnell nach vorne. Man kommt leider aber auch genauso schnell wieder nach hinten. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Im Moment kriege ich noch relativ wenige Items um die Ohren geworfen. Ein relativ harmloses Fahrerfeld, wenn man das so sagen kann. Oh, nein, Mario, nein, schnell. Oh. Und ich schreie schon wieder. Ich sehe gleich den Nachbarn klingeln. McRalph, spielen Sie schon wieder dieses Mario Kart? Es ist sehr laut im Haus. So, na gut, wir sind Dritter. Vermissen immer noch Dark Lord. Der sich übrigens im Chat gerade über meine Kommentarweise freut, wenn ich das richtig interpretiere. Das freut mich natürlich umso mehr. Ach ja, ohne euch wäre das doch alles nur halb so schön. Außerdem wäre es ziemlich verrückt, weil ich dann nämlich die ganze Zeit Selbstgespräche führen würde. So, die Lobby versammelt sich auf der Atmosphäre unseres Planeten. Ach so, ich soll was auswählen. Was hatten wir denn? Die Shy Guys Wasserfälle. Relativ schwere Strecke, wie ich finde. Und ja, interessiert auch keinen anderen außer mich. Also wird es wahrscheinlich eher die Kuwu-Weide. Und auf geht's. So, Dark Lord schreibt Ding Dong. Hallo? Wer da? Ach nee, es war was anderes. Das war Klopf Klopf, ne? Ist das ein Spiel? Gut, Power statt bei 2. Oh, zumindest in der Theorie. Ja, in der Theorie wäre es ein Powerstart geworden. Die Realität ist leider eine andere. Somit machen wir das, was wir am besten können. Wir arbeiten uns von hinten nach vorne. So, Achtung, hier kommen ein paar grüne Panzer. Oh, das war natürlich sehr doof. Coole Sprüche reißen und nichts dahinter. So, möglichst viele Beschleunigungspfeile mitnehmen. Dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Ach nee, es war was anderes, ne? Das war irgendwas... Irgendwas mit Putzmitteln oder so. So. Oh ja, siehst du mal, so schnell ist man auf dem zweiten Platz. So, wir nehmen mal den Weg nach oben. Hat uns das was gebringt? Hat uns das... Ich habe gerade tatsächlich gesagt, hat uns das was gebringt? Das nicht gebracht hat es uns auch nicht. Ja. Aber es sind auch schwer, ne? Es ist auch schwer, die Mario Kart 8 zu spielen, zu kommentieren und gleichzeitig noch die Wörter in die richtige Reihenfolge zu bringen, dass sie einen Satz bilden und Sinn machen. Das sind schon viele Herausforderungen, die man als Streamer hat. So. Und warum ist der Erste wieder so weit weg? Es ist schon wieder Yoshi. Was ist das denn für einer? Alter, Dark Lord, spielst du doch mit?
Wie kann der denn so einen dermaßen Abstand haben? Das wäre ja tatsächlich mal wert, hier sich die Wiederholung des Rennens mal anzugucken. Wie macht er das? Faszinierend, wie Spock sagen würde. Ah, Darklord schreibt gerade, du musst mehr driften. Ah, eigentlich ja meine Spezialfähigkeit. Also, ja, ich kann natürlich viel behaupten, aber... Aber wenn er es echt schafft, nur mit Driften so weit vorzukommen, eigentlich kann ich driften. Ich vergesse es nur zwischen der ganzen Kommentiererei. Das ist das Problem. Ich laber einfach zu viel. So. Ja, hier soll ich vielleicht nicht driften, aber... Oh, Leute, ja, geht doch. Warum habe ich den roten Panzer abgeschossen? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber es muss ja nicht alles Sinn machen, was ich tue. Hauptsache, es sieht gut aus. So. Na gut, aber zumindest bin ich souverän Zweiter. Da dürfte jetzt nicht so viel passieren. Aber wir wollen auch mal nicht den Teufel an die Wand malen. Ach, du Sackgesicht. Naja, immerhin hat es für den zweiten Platz in Folge gereicht, ja. Sah schon mal schlechter aus. Aber Kamerad Schmalfuß hier als Yoshi, der ist ja mal richtig böse unterwegs. Hoi heißt der. Hoi ist auch ein Name. Kurz und bündig. Wir warten noch kurz, bis die anderen Fahrer das Rennen abgeschlossen haben. Und guck dir den Typen an, du. Alter Falter. Aber ich würde mal sagen, anhand seiner Punkteanzahl sieht man auch, dass er Mario Kart 8 heute nicht das erste Mal spielt. Holla die Waldfee, da kann man noch was lernen. So, wie wär's denn mal mit der Wario-Abfahrt? Eigentlich eine ziemlich lustige Strecke, weil das kein Rundkurs ist, sondern einfach nur von A nach B geht. Oh, die Chancen stehen sogar gut. Und Darklord ist dabei, hier. Und der Herr mit der gepflegten Frisur und dem wundervollen Bart. Ach, da ist er. Darklord. Deutschland, Niedersachsen. Hält die norddeutsche Fahne hoch. Hessen ist dabei. Bayern, meine Wenigkeit. Und jetzt gucken wir uns Kamerad Heu hier mal an. Der ist nämlich echt mal richtig dick unterwegs. Okay. Beschleunigung bin ich anscheinend ein bisschen schneller. Ah, guck mal einer. Oh, hat sogar was gebracht. Hätte nicht gedacht, dass ich damit jemanden treffe, aber... So. Ja, man merkt, ich bin gerade ein bisschen ruhiger, ich bin konzentriert, denn ich versuche hier an unseren französischen Kollegen Heu dran zu bleiben. Oder ihn wegzusprengen. Hey, hat er gar nichts... Was ist das denn? Da war ich so stolz auf meine Leistung. Und plötzlich bin ich Siebter. Oh ja. Also wie kann man das eigentlich dermaßen verkacken, seine Items einzusetzen, wie ich das jetzt hier gerade mache? Das war ja mal eine erbärmliche Aktion. Aus so einer hervorragenden Grundsituation so etwas Schlechtes zu machen, das muss man auch erstmal können. So. Warning number one. Gleich wirst du meinen Atem in deinem Nacken spüren. Ich verspreche es dir. Und wir nutzen den Powerpilz, Ladies. Ah, komm! Na gut. Ein bisschen weiter vorne sind wir. Die Schweizerin Ricky vor unserer Nase. Einen Zauberpilz in der Hand. So, diesmal wird er nicht geraucht, diesmal wird er eingesetzt. Ja, ist schon ganz seltsam, ne? Wenn wir bedenken, dass Mario eigentlich ein Spiel für jüngeres Publikum ist, finde ich es sehr ungewöhnlich, wie intensiv doch die Funktion von Zauberpilzen eingesetzt wird. Ich wusste genau, was ich sagen wollte. Ich habe es einfach nicht. Ich habe wieder die Wörter nicht in die richtige Reihenfolge gebracht. So. So, wenn mich einer rammt, dann kann das eigentlich nur Darklord gewesen sein. Ah, Darklord hier kämpft sich schon... Ja, da klar ist er das. So, ich halte dir... Du hast es nicht mitbekommen, aber ich habe dir sämtliches Feuer- und Schildkröten...
Dingenskirchen vom Leib gehalten. Siebter. Ich bin Siebter. Wieso? Nur weil ich Italiener bin? Ach, Darklord, da ist er. Na, du bist doch ein... Mir fällt leider gerade nicht das passende Kompliment ein, lieber Darklord, aber... Oh. So, Endspurt, Ladies. Schade. Schade, schade, schade. Das war nochmal richtig schlechtes Rennen. Da lese ich gerade, dass Rudi geschrieben hat, ich soll Bayern gut vertreten. Es tut mir leid, lieber Rudi, das ist mir nur sehr eingeschränkt gelungen. Aber was soll's. Neue Runde, neue Wahnsinnsfahrt. Wir machen noch eine Runde als Mario-Team, dann wechseln wir wieder die Charaktere. In der Hoffnung, dass es irgendetwas bringt. So, zur Auswahl. Marios Piste, Stadium, Autobahn und zufällig, ach, Marios Piste. Why not? Ein neuer, schön neu entwickelter Klassiker. Ich macht nicht wirklich Sinn, was ich hier sage, aber macht es Sinn, dass wir uns rote Schildkrötenpanzer um die Ohren werfen? Macht es auch nicht? Also was soll's? Spanien, Frankreich, Deutschland plus Kanada. Kanada hatten wir auch schon. Willkommen Ontario oder Manuel. Wahrscheinlich Manuel. Manuel aus Ontario. Ist das nicht toll? So. Und? Ah, das ist hier Varios Piste oder Abfahrt oder wie auch immer das hieß. Ich bin ganz schön langsam. Tja. Oh, doch noch einen erwischt. Mehr Glück als Verstand. So, Platz Nummer 3. Mal sehen, wie lange. Aber ich versuche mich an Darklords Tipps zu halten und mehr den Drift einzusetzen. Ah, das ist... Ah, eine Abkürzung. Eine sehr gewagte Abkürzung zugegebenermaßen. Aber gut zu wissen. Obwohl ich meistens das Gefühl habe, dass die Abkürzungen in Mario Kart jetzt eh nicht die riesengroßen Halsbringer sind. Na, das hat er toll gemacht. Ja. Abgestürzt, roten Panzer verschwendet, obwohl vielleicht hat er sein Ziel noch getroffen. Er hat sein Ziel getroffen. Jawohl, ja, hat sich gelohnt. Lieber Sergio, hier bin ich. Spürst du meinen Atem in deinem Nacken? So, oh, das war jetzt doof. So viele Beschleunigungsfelder muss man erstmal verpassen. Dabei sind die jetzt auch nicht unbedingt die kleinsten. So. Da fällt Mario runter wie ein nasser Sack. Sergio fährt rechts, ich fahre mal links. Ja, bleibt sich Jacke wie Hose. Oh, roter Panzer. Das ist nett. Als Zweitplatzierter einen roten Panzer zu bekommen, das ist immer sehr, sehr nett. Ich gebe zu, ich habe ein kleines schlechtes Gewissen, aber nur ein sehr, sehr kleines. So. Oh, roter Panzer. Ich habe es nicht anders verdient. Wie ich dir, so du mir. Boromir? Nee, so ähnlich. So. Heißer Kampf hier um den ersten Platz. Ja, das war schön gedacht. Und es hat geklappt. Sergio. Damit hast du nicht gerechnet. Trotzdem gleich wieder überholt. Da sieht man mal, wie kacke schlecht ich bin. Tja. Das ist der letzte Gegenstand, den ich mir auf der Zielgerade gewünscht hätte. Eine Münze. Ja! 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 Ist das ein Träumchen auf der Zielgeraden? Ach. Ihr habt's live gesehen. Ihr habt's live gesehen. So, Darklord schreibt gerade, kannst du die Quali runter machen? Du meinst die Quali vom Livestream? Ruckelt es echt bei dir so sehr? Ich dachte eigentlich, Twitch stellt das selber ein.
Aber wir gehen mal ganz kurz eh ins Hauptmenü rein, wechseln den Charakter und suchen uns eine neue Lobby.